Janita, was hat bei dir damals den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, ich gehe ins Fitness Connection von Hause? Das erste Mal, als ich da war, bin ich eigentlich ins Zumba gegangen. Ich habe einen Kurs besucht, einmal in der Woche, mega Freude gehabt, mich bewegt und irgendwann gemerkt, ja, es ist ein bisschen umgeschaut hier drin und könnte auch ein bisschen mehr noch machen. Und so ist es eigentlich so ein bisschen fortlaufend immer mehr und mehr geworden, sage ich jetzt mal, und auch immer mehr Neues entdeckt. Da. Hast du nie das Gefühl gehabt, dass das, was du machst, Sport, du auch selber sonst könntest machen? Hast du immer das Gefühl gehabt, ich möchte in ein Fitnesscenter gehen? Ich bin lange nie in ein Fitnesscenter gegangen. Ich habe immer selber etwas gemacht, Volleyball gespielt oder eben so ein bisschen joggen. Und ich habe aber gemerkt, als ich da angefangen habe, es tut mir gut. Da bin ich gut betreut, ich kann fragen, es tut meinem Körper gut. Ja, ich weiss, wenn ich irgendetwas Schlechtes mache, wird ich korrigiert. Und wenn ich da bin, bin ich da. Dann genieße ich es, dann kann ich es so kann ich trainieren, wie es muss sein. Wie habt ihr den Weg herausgefunden, der für dich richtig ist? Wo ihr gemerkt habt, so setzt du oder so ist optimal, wenn du so trainierst. Wie war der Prozess so, wenn man mit dir gearbeitet hat? Ich glaube, wir sind heute noch in einem Prozess, immer wieder herauszufinden, was das Richtige ist. Natürlich, irgendwann habe ich angefangen mit Personal Training. Das hat mir extrem viel gegeben, auch für mein Training. Weil ich immer wieder anfragen konnte, hey, mache ich es richtig? Oder was könnte ich noch? Ich will das und das erreichen. Und so sind wir Schritt für Schritt immer wieder vorwärts gekommen und ja, immer besser geworden. Ein Personal Trainer verbindet noch viel mit einer Art, ich sage jetzt, einen positiven Quälgeist. Also, wo man nehmen, ist das bei dir auch so? Oder ist das so ein bisschen mein Motivator, Ansporn? Oder wie läuft es so? Ja, also ich muss sagen, ich habe auch schon gesagt, du bist nicht nur mein Personal Trainer, sondern ich auch so ein bisschen der Psychologe, der Berater, der Helfer und der Quäler. Ja, das schon. Aber ich brauche das manchmal ein bisschen. Du hast vorhin schon gesagt, also du bist heute noch im Prozess, um das Training immer weiterzuentwickeln. In welchen Bereichen trainierst du? Also hier im Center habe ich, glaube ich, alles schon ausprobiert, was man ausprobieren kann. Ich tue auch gerne Neues ausprobieren. Ich habe zum Glück auch die Möglichkeit, dass ich das darf oder kann. Und ja, ich trainiere wirklich, sei es vom Powerplay, sei es über Geräte, aber auch Ausdauer, aber auch Entspannung oder auch Strom. Also wirklich allerlei. Du hast jetzt Powerplay angetönt. Warum Powerplay? Ich finde das absolut ein Hammer. Ich liebe es. Ich habe das Gefühl, darauf sieht es so einfach aus. Aber wenn man es richtig macht, dann ist man tot kaputt nachher. Ja. Und der Strom ist ja etwas ganz Gegensätzliches zum Powerplay. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist echt nicht miteinander zu vergleichen. Der Strom ist, es gibt einen Impuls im Körper, wo der Muskel noch mehr unter Spannung gesetzt wird, während man irgendeine Übung macht. Oder einfach nur da steht. Man ist eigentlich, der Muskel wird immer und immer gereizt. Und dort hat nach 10 Minuten habe ich gedacht, oh Gott, ich habe immer gefroren. 10 Minuten mit dem Strom. Ja, ich habe gar nichts gemacht und ich habe den grössten Muskelkater gehabt. Spüren tut man auch React. Das ist ein ganz anderes Training auch. Wie trainierst du darauf? Ich habe das React-Training, also das Beintraining, das ich darauf mache. Erst in der Woche, wo ich auf dem React meine Beine trainiere. Und dort halt mich auch probiere, immer wieder herauszufordern. Mit dem noch etwas länger oder noch etwas tiefer, etwas intensiver. Und ja, dort hat man halt auch die Möglichkeiten, sich noch etwas herauszufordern. Jetzt haben wir von ganz verschiedenen Bereichen geredet. Das ist auch einer der grossen Pluspunkte, dass Fitness Connection mal aus hat, dass sie unter einem Dach dermassen viel anbieten. Das ist ein riesiger Spielplatz, sage ich auch, wo man sich überall ein bisschen austoben kann. Wenn einem etwas ein bisschen verkleidert ist und im Güter steht man an, kann man gerade etwas Neues probieren. Ist das ähnlich bei dir? Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe seit etwa gut 5 Monaten einen Trainingsplan, wo ich wirklich jeden Tag etwas anderes machen kann. Nicht nur einen anderen Körperbereich, sondern auch mit einem anderen Gerät oder mit einem anderen Bereich, das kann trainieren. Was ist für dich das grosse Plus, was Fitness Connection mal aushält? Was zeichnet es aus für dich? Für mich ist es da mega toll. Ich kenne inzwischen alle Leute. Ich werde da aufgenommen, wie quasi zu der Familie zu gehören. Und ja, man kann immer fragen, wenn man eine Frage hat. Man wird immer beraten und man wird ernst genommen. Es wird unterstützt und eben, man hat viele verschiedene Möglichkeiten.